Easy go. Hallo Leute, Magstar hier und heute spielen wir CSGO. Ja, heute spielen wir auf der Workshop-Map Visage Hostage. Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Map, muss ich sagen. Ja, man sieht jetzt hier irgendwie, es buggt irgendwie ein bisschen. Also, keine Ahnung, was jetzt hier wieder für ein Lag ist, aber ja. Ich muss, glaube ich, irgendwie hier durch diese Türe gehen. Ich schaue mir mal die Map am besten von außen an. Ja, falls ihr natürlich neu auf dem Kanal seid, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da, Leute. Und lasst auf jeden Fall auf diese Folge ein Like da. Würde ich mich natürlich mega freuen. Oh, ich habe jetzt keine Ahnung, von woher dieser Gegner kommt. Oh mein Gott. So, Leute, wir sind jetzt direkt im Gebäude gespawnt. Keine Ahnung, was am Anfang los gewesen ist. Ich habe das Gefühl, die Map hat geleckt, dass man hier nur irgendwie das halbe Gebäude gesehen hat. Und das Restliche war einfach unsichtbar. Ja, von innen muss ich sagen, sieht es aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter Schwede, von wo kam jetzt dieser Gegner? Wow, jetzt habe ich aber schnell reagiert. Also ich muss sagen, es sieht aus wie ein Büro. Ist wahrscheinlich auch ein Büro oder wie ein Präsentationsraum irgendwie. Also auf jeden Fall richtig geil gemacht. Und genügend groß auf jeden Fall auch. Auch wenn wir jetzt wieder mehrfach natürlich wieder von innen kämpfen können, oder müssen besser gesagt, macht es auf jeden Fall richtig Spaß, wenn man hier durch all diese Räume gehen kann. Natürlich habe ich dann wieder die Chance, um mich wieder perfekt in Deckung zu begeben und wieder auf Taktik zu spielen, Leute. Ne? Kann ich zwar auch auf anderen Maps, aber hier geht es wieder easy gut. Okay, ich bin mal gespannt, wodurch das hier geht. Ich möchte mir mal die Map natürlich ganz anschauen. Für das haben wir jetzt auch die Gelegenheit im Deathmatch. Natürlich werde ich auch gleichzeitig probieren, Kills zu machen. Also groß ist auf jeden Fall die Map. Vor allem von innen, Leute. Das Gebäude ist einfach zu groß, muss ich sagen. Okay, hier kann ich nicht durch. Okay, ich möchte jetzt mal die nächsten Gegner hier finden. Von draußen gibt es nicht so viel zum Sehen. Aber von innen, Leute, ist sie eigentlich mega, mega groß. Ne? Von draußen gibt es schon einige Sachen, aber nicht so viel wie natürlich von innen. Also ihr müsst sehen, das Gebäude ist eigentlich schon richtig groß. Hier steht auch Visage. Nicht Hostage, aber Visage steht auf jeden Fall. Okay, jetzt werde ich wieder die Sniper wechseln. Okay, ich glaube, den habe ich sogar abgeknallt, Leute. Ich weiß nicht, ob jetzt der Kill mir gehört oder meinem Teammate. Da irgendwo soll dein Gegner... Oh, jetzt habe ich aber schnell reagiert, Digga. Alter, habe ich den rasiert, ey. Also, dass ich bei so einem schnellen Reflex noch so genau ziele, ey. Komm her. Ich habe einen gesehen, Leute. Der ist hinter mir. Oh, Digga. Hui. Oh, ich kann die Heilung sogar benutzen. Alter, das ist ja richtig geil, Leute. Das können wir nicht auf jeder Map. Das habe ich jetzt nicht gewusst, Leute. Also ihr merkt auf jeden Fall, hier kann man jetzt das Heilungsmittel sogar benutzen. Jetzt habe ich sogar wieder mehr Leben. Digga, abgeknallt habe ich ihn. Alter, jetzt wird rasiert mit der Sniper, ne? Und wenn ich mich noch heilen kann, umso mehr, Digga. Ey, nee, ich wechsle jetzt die Waffe nicht. Die behalte ich jetzt, diese Sniper. Mal schauen, wie viele Kills, dass ich mit der mache. Vor allem, Alter, dass ich mich heilen kann, finde ich einfach zu geil, ey. Also ihr merkt auf jeden Fall, diese Map lohnt sich auf jeden Fall. Falls ihr euch natürlich diese Map auch herunterladen möchtet, Link dazu ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung, Leute. Ich gehe jetzt mal durch diese Türe hier. Hier kann ich mich natürlich in diesen Räumen natürlich gut verstecken auch. Also nachher würde ich sagen, werden wir auf jeden Fall eine Runde Wettkampf spielen. Oh, hier wird wieder eines gespawnt. Da, komm her. Ah, Scheibenkleister, ey. Nein. Einfach nur nein. Ey, jetzt hat er mich das zweite Mal schon abgeknallt, Digga. Ja, jetzt habe ich leider die Sniper nicht mehr. Aber eben, dass man sich heilen kann, habe ich nicht gewusst. Also vorher ging es mit dem Heilen, ne? Es geht vielleicht nicht immer, aber manchmal geht es mit dem Heilen. Also das finde ich wirklich richtig super. Keine Ahnung, was ich eingesammelt habe oder was gekommen ist, dass ich mich plötzlich heilen konnte. Oh, getroffen. Gibt es jetzt irgendwo noch ein Heilungsmittel, ey? Ich
Ich konnte mich doch irgendwo heilen. Ah, jetzt kann ich mich wieder heilen, ne? Sehr schön. Also das finde ich wirklich richtig geil, dass man sich heilen kann. Ah, Scheibenkleister. Okay, jetzt vielleicht wieder mit der Shotgun. Also da von draußen sieht man nicht viel, außer dass hier hinten irgendwie... Sieht so aus wie Wüstengebäude. Wenn man jetzt da von weiter Ferne natürlich schaut. Also nachher, ich glaube, es ist so, weil es sind ja wieder diese H-Punkte hier. Ich glaube, wenn man auf dem Team von den Antiterrorien-Einheiten ist, dann kann man wieder die Geiseln befreien und das Team von den Terroristen muss natürlich das Ganze bewachen. Ich glaube, so ist das Ganze nachher hier wieder, wenn man einen Wettkampf spielt. Ich würde sagen, wir wählen nachher direkt mal einen Wettkampf aus. Oh, jetzt wird von draußen gekämpft. Also von draußen, ja eben, es sieht schon groß aus, aber... Von drinnen sieht es natürlich schon easy cool aus. Jetzt möchte ich gerne wieder ins Gebäude rein. Ich weiß jetzt nicht, wo ich zum Teufel wieder gelandet bin. Ich muss jetzt einen Weg finden, weil ich habe jetzt vorhin am Anfang, als ich natürlich gestartet habe, habe ich gar nicht gecheckt, wo ich hier rein muss. Ja, und von außen sieht das Ganze einfach leer aus, Digga. Also ich finde das irgendwie komisch, ne? Vorhin bin ich von drin gespawnt, wurde ich drin gespawnt, aber jetzt plötzlich lande ich wieder draußen. Das finde ich schon merkwürdig. Von außen laggt irgendwie die Map. Keine Ahnung, was los ist auf jeden Fall, aber ich finde keinen Weg hier hinein. Okay, ich hoffe jetzt mal, dass ein Gegner hier begegnet. Denn sonst muss ich jetzt eine Ewigkeit hier draußen bleiben. Okay, hier kann ich nicht durch. Ja, es kann auch sein extra auf dieser Map, dass man einmal draußen und einmal drinnen gespawnt wird, was ich irgendwie komisch finden würde, aber könnte ja theoretisch durchaus so sein. Oh, abgeknallt habe ich ihn. Sehr schön. Ja, dann bleibe ich mal hier. Vielleicht habt ihr mir auch einen Gefallen getan, indem ihr mich einfach hier drüben behaltet. Ich weiß jetzt mal. Das Doofe ist, dass ich natürlich nicht viele Kills machen kann. Das ist halt der einzige Nachteil, den ich hier habe. Oh, da ist einer. Ja, komm her. Oh, abgeknallt habe ich ihn. Kann ich mich hier draußen auch heilen oder nicht? Okay, wie es aussieht, nicht. Ich lasse mich jetzt extra abknallen, denn ich möchte wieder drin sein. Falls hier irgendwo jetzt ein Gegner auftaucht. Ich finde das schon lustig irgendwie, ne? Jetzt kann ich einfach nicht mehr rein irgendwie. Komm, schieß mich ab. Okay, ich lasse mich schnell extra abknallen. Damit ich hier natürlich wieder rein kann. Ey, Digga, ich habe jetzt keine Ahnung, wo... Lol. Okay, alles klar. Okay, sehr schön. Habe mich jetzt extra abknallen lassen, damit ich hier wieder im Gebäude starten kann. So, ich wechsle jetzt auf diese Waffe. Also ich muss sagen eben, man spielt eigentlich ordentlich wieder von drin, Leute. Ne? Also es geht natürlich mehr von drinnen ab, als natürlich von draußen. Das muss ich schon sagen. Ah, jetzt bin ich mal richtig gespawnt. Jetzt wurde ich mal wieder richtig gespawnt. Ne? Nicht mehr ganz draußen, sondern jetzt wieder hier. Alter, richtig geil. Ha! Toiletten sogar, okay. Also was es hier alles so für Räume gibt, das finde ich schon krass. Okay, ich würde sagen, Leute, das Deathmatch ist jetzt gleich vorbei. Wir werden jetzt natürlich eine Runde Wettkampf spielen, ihr seht. Ich habe natürlich nicht viele Kills gemacht, aber trotzdem natürlich mit der Sniper rasiert, Leute. Auch wenn es nicht eine Killshow war, war es auf jeden Fall mega, mega nice. Okay, ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal auf den
Modus Wettkampf. So, natürlich werde ich jetzt auf die Seite von den Antiterrorien-Einheit gehen, weil ich habe ja das H gesehen, also müssen wir die Geisel natürlich befreien und zu Punkt H bringen und das Team von den Terroristen muss die ganzen Geiseln natürlich bewachen, also würde ich mal sagen, gehe ich jetzt mal auf die Seite von den Antiterrorien-Einheit. Okay, alles klar. Das mit den Geiseln, die ganze Geschichte kennen wir ja. Ja, ich muss jetzt mit der Pistole starten. Wenigstens werde ich jetzt wieder von drin gespawnt und nicht immer und nicht ab und zu wieder von draußen wie vorhin beim Deathmatch. Okay, die Räume sind groß. Oh mein Gott, der Laser begegne mir hier. Ah nein, jetzt wurde ich abgeknallt. Ja, danke schön. Ja, Alter, Digga. Der andere bleibt einfach stecken hier, ja toll. Wir haben jetzt einfach alle abgeknallt, Leute. Jetzt ist nur noch einer übrig und wir sind... Ja, komm her, komm her. Keine Eier, oder was? Ja, jetzt müssen wir einfach eine Ewigkeit da bleiben, oder was? Hä? Ey, Digga, ich check gar nichts mehr. Ey... Das ist nicht das erste Mal, wo das hier passiert auf dieser Map. Ja, der soll mal nach vorne kommen. Ja, das wird wahrscheinlich ein Unentschieden wieder geben, ne? Keine Ahnung. Eigentlich habe ich die Bots natürlich auf Expand eingestellt, aber Eier zum nach vorne kommen haben sie ja anscheinend nicht, weil sonst würde er natürlich nach vorne kommen. Keine Ahnung, was jetzt gerade los ist, aber der will jetzt ernsthaft nicht nach vorne kommen. Okay, ich werfe mal das, komm. Mal schauen, ob das etwas bringt. Oh, jetzt kommst du einfach einmal, ne? Jetzt hast du Angst bekommen, oder was? Ah, Scheibe. So, 1-0 für unser Team, Leute. Auch wenn ich jetzt hier gerade stecken geblieben bin, Leute. Alter, ich habe die einfach rasiert mit der Pistole. 3, 4. Einfach so rasiert mit der Pistole. Ich nehme jetzt wieder die Sniper natürlich. Ihr kennt mich. Und jetzt kann es mal losgehen, Leute. Ich möchte jetzt mal probieren, diese Geiseln, wenn es Geiseln gibt, hier zu befreien. Ich sehe, glaube ich, schon welche hier bei H. Ja, Digga. Ich finde es nicht mehr... Ich finde es nicht mehr witzig, wenn die alle nachher hier eingeklemmt sind. Ja, dann muss ich halt jetzt die ganze Sache selber in die Hand nehmen. Ja, wo sind diese ganzen Geiseln? Das ist jetzt spannend, Leute, bei diesem Modus. Jetzt muss ich hier ein bisschen suchen, wo hier die Geiseln sind. Ja, hier nicht. Ich weiß überhaupt nicht, ob die Mobber im Stock sind. Ja, Digga, genau. Ich muss jetzt gegen alle fünf antreten. Ja, toll, 1-1. Anstatt dass mich mal das Team von der Antiterrorien-Einheit unterstützt, was machen sie? Nee, sie bleiben einfach hinter der Karre stecken. Ja, genau. Ich hoffe jetzt mal, dass es mal klappt, weil das finde ich irgendwie schon ein bisschen bescheuert, ne? Ich möchte natürlich jetzt die Geiseln befreien und wenn ich keine Unterstützung kriege und alle hier reinkriechen, kann ich das natürlich nicht. Okay, die gehen jetzt alle auf die andere Seite. Ich gehe jetzt mal mit denen. Weil wichtig ist ja, dass ich das Team natürlich unterstütze. Okay, sie gehen wieder... Ah, hier haben wir die Geisel. Sehr schön. Befreien wir sie, befreien wir sie. Sie tragen Geisel. Bringen Sie sie zur Rettungszone, okay? Genau. So, die Rettungszone ist natürlich hier bei H. Okay, ich werde das gleich tun. Wir haben jetzt die Geisel, Leute. Wir müssen die jetzt zur Rettungszone bringen. Komm schon, bitte. Nein! Oh, Scheibe!
Okay, die ist in der Nähe von... Oh, Scheibenkleister, ja. Das ist nicht einfach, Leute, ne? Okay. Ich habe ihn abgeknallt, durch die Scheibe sogar noch. Ja, 2-1 für das Team von den Terroristen. Ich war nahe dran, natürlich die Geisel in die Rettungszone zu bringen. Aber ihr merkt auf jeden Fall, es ist nicht einfach. Und eben, auf jeder Map spielt man natürlich wieder anders, nicht vergessen. Ich nehme natürlich nochmals die MP7. Ja, ich bin froh, dass es jetzt einigermaßen mit meinen Teammates jetzt klappt. Nicht, dass alle wieder hier reinkriechen und nicht mehr hier rauskommen. Keine Ahnung, was es da manchmal für einen Bug gibt. Aber ich glaube, ich muss probieren. Ich probiere mal, die andere Geisel zu befreien. Wow. Okay, sehr gut. Sehr schön. Genau, die Geisel sollte jetzt, glaube ich... Oh, nein, 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 nein. Okay. Ich glaube, eine Geisel wäre sogar hier. Also es ist wirklich spannend, Leute. Es steht 2-2. Eine sehr, sehr spannende Phase. Wir führen natürlich, also wir haben jetzt wieder einen Punkt gemacht. So, ich nehme jetzt mal die Sniper, jetzt nehme ich diese Sniper wieder. Also ich muss sagen, in der letzten Zeit, ja, jetzt zum Beispiel auf dieser Map, rassiere ich irgendwie nicht mehr so mit der Sniper, ne? Keine Ahnung wieso, aber ich glaube, es liegt halt einfach an der Map. Nicht mehr die passende Map so gefunden, ne? Weil eben, auf jeder Map spielt man natürlich anders, nicht vergessen. Ja, okay, die machen mir hier das Leben schwer, dann, dann weiß ich halt auch nicht. Ich gehe jetzt mal so entlang. An jeder Ecke können irgendwo die Gegner hier stehen. An jeder Ecke einfach. Von hinten habe ich ihn erwischt. Oh, ah! Oh, Digga, beide gleichzeitig rasieren noch. Oh ja, sehr schön. Oh mein Gott, ey, Digga, Scheibenkleister. Komm schnell. Ja, danke schön. Ich hoffe, dass es mal klappt, ey. Ich hoffe, dass es klappt. Ich möchte jetzt mal einmal die Geisel hier in die Rettungszone bringen. Ich hoffe jetzt wirklich, dass es klappt, Leute. Es ist schwierig, Leute. Es ist nicht so einfach, aber... Ich hoffe, dass es klappt. Ich glaube, das wird schon klappen. Ja, wie soll das mir etwas bringen, wenn der ein andere hier eingeklemmt, hier drin steckt? Okay, wenn er die Sniper hat... Oh mein Gott. Oh shit. Ah, nein, 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 nein. Ja, so bringt es nichts. Ja, Leute, der bleibt wieder hier stecken und ich kann nichts machen. Ich nehme jetzt einfach mal wieder ein normales Sturmgewehr. Ja, Alter, jetzt kommen wieder 3, 4. Okay, das wird spannend, Leute, ne? Also ihr merkt auf jeden Fall, es geht richtig ab auf dieser Map. Es geht einfach richtig die Post ab und es macht mir gerade das Leben so richtig schwer irgendwie, diese Geisel hier zu entfesseln und natürlich zur Rettungszone zu bringen. Aber komm, einmal soll es doch möglich sein. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo die sind. Wow, shit, ey. Alter, hat er mich jetzt erschreckt, ey. Ich habe geahnt, dass irgendwo hier ein Gegner sein könnte. Ich habe ihn nicht gesehen, aber keine Ahnung, von wo er jetzt herkam. Ja, ihr merkt auf jeden Fall, es ist nicht einfach. Und ich würde sagen, ich wechsle jetzt gleich mal das Team zu den Terroristen, Leute. Ja, leider hat es nicht geklappt mit den Geiseln. Aber eben, man hat manchmal gute Tage und schlechte Tage in CSGO. Und manchmal hat der Gegner einfach einen guten Tag. Und das hat er hier in CSGO. Deswegen konnte ich mit den Antiterrorien-Einheiten natürlich keine Geisel zur Rettungszone bringen. Ich habe es wenigstens probiert, Leute, und mein Bestes gegeben.
Aber ja, es hat natürlich auch daran, es lag natürlich auch daran, weil natürlich die meisten von den Antiterrorien-Einheiten sich wieder hinter dieses Fahrzeug hier eingeklemmt haben. Ich meine, wenn sie das machen, dann ist ja logisch, dass es irgendwie nichts bringt. Jetzt hingegen, wo ich jetzt wieder gewechselt habe zum Team von den Terroristen, muss ich jetzt die Geisel natürlich bewachen. Okay, in der nächsten Runde gibt es auf jeden Fall wieder Sniper-Action, hoffe ich mal. Alter, das Doofe ist, und das ist immer wieder so irgendwie bei großen Maps, vor allem bei solchen Maps, dass man natürlich wieder nicht sieht, von wo die Gegner kommen. Ich meine, wenn ich im Gebäude drin bin, weiß ich natürlich, von wo die Gegner kommen, aber wenn ich hier draußen bin... Aha, hier bist du, du Schlingel, hier bist du Schlingel. So, ich nehme jetzt nochmals die Sniper. Mal schauen, ob sie jetzt abgeht, Leute. Wäre mega, mega nice. Aber ich muss sagen, spannend ist es auf jeden Fall auf dieser Map. Mega, mega spannend. Denn es macht mir das Leben wirklich nicht einfach hier. Und ich meine, wenn es mal schwierig wird, dann wird es ja natürlich auch mal spannend. Okay, die bleiben einfach hier. Kannst du mal bitte auf die... Ja, danke schön, dass du mich hier reingeklemmt lässt. Ja, sorry, aber wenn du mich hier eingeklemmt lässt, habe ich keine andere Wahl. Ja, Alter, die rasieren einfach alle durch, oder was? Ich probiere auf Taktik zu spielen, aber viel... Oh, shit. Oh, sehr schön. Abgeknallt. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, Alter. Ich habe einfach alle vier noch abgeknallt. Meine Güte, ey. Habt ihr das gesehen, wie ich die... Okay. Ich gehe jetzt hier in die Ecke, Leute. Oh mein Gott, Digga. Habt ihr diese Killshow gesehen, Alter? Highlight des Tages auf dieser Map, ey. Alter, habt ihr das gerade gesehen? Ich habe die einfach alle noch durchrasiert, Leute. Ich war der letzte Überlebende, noch 4 oder 5 Gegner. Ich habe die einfach alle abgeknallt. Diesmal habe ich wirklich gut auf Taktik gespielt. Endlich mal richtig rasiert auf dieser Map. Endlich mal, ey. Das hat jetzt aber auch gedauert. Ich würde sagen, wir spielen noch 2 Runden und dann beende ich natürlich für heute die Folge. Ich muss sagen, hat mir mega gut gefallen bis jetzt auf dieser Map. Ich finde diese Map auf jeden Fall mega nice, vor allem mit diesen vielen Räumen, Türen und so weiter, wo man sich natürlich gut in Deckung begeben kann. Okay, jetzt kann ich wieder profitieren natürlich mit meiner Sniper. Okay, falls jetzt hier eine reinkommt, ich eliminiere die alle. Falls jetzt hier eine reinkommt... Okay, die kommen von dieser Richtung. Ich weiß jetzt nicht, wo dieser Gegner stecken geblieben ist. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe ihn. Ja, genau, ich habe ihn. Keine Ahnung, wo jetzt der andere hin ist. Ich muss schauen, dass die Geisel hier nicht entfesselt wird. Ich weiß überhaupt nicht, ob das die einzige Geisel ist hier oder ob es überhaupt noch mehrere Geiseln hat, denn ich habe bis jetzt nur diese Geisel hier gesehen. Sonst keine andere. Okay, Leute, ich sehe den Gegner nicht. Ich weiß nicht, wo er sich aufhält. Hä, wo ist jetzt mein Teammate hin? Willst du mich jetzt komplett... Alter, letzte Gegner wieder abgeknallt. Sehr schön mit der Sniper. Okay, ich würde sagen, im letzten Durchgang spielen wir auch nochmals mit der Sniper, ne? Auch wenn ich nicht viel rasiert habe und Kills gemacht, am Anfang habe ich schon ein bisschen rasiert, wo ich auf der Seite noch von den Antiterrorien-Einheit gespielt habe im Deathmatch mit der Sniper. Oder war, glaube ich, sogar im Wettkampf, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich in der Anfangsphase natürlich schon ein paar Kills gemacht mit der Sniper und rasiert Leute. Vor allem noch mit schnellem Reflex, was mir
immer wieder mega gut gefällt, und vor allem wenn Action losgeht auf solchen Maps, gefällt es mir besonders immer gut. Okay, und eben, ich muss mich auch darauf achten, weil man kann hier jetzt einfach diese Gegner durch die Scheibe hier schießen, was ich irgendwie auch ziemlich lustig finde, Leute. Können wir mal schauen, ich gehe jetzt mal extra nach... Oh, hier. Ja, der war beim Ausweichen leider schneller, und beim Schießen hat er mich auch besser getroffen. So, die letzte Runde, Leute, ich hoffe, dass wir da diese Runde vielleicht noch gewinnen können. Oh, hier. Abgeknallt. So, der nächste bitte. Also ich meine, wenn ich... Vielleicht rasiere ich heute mal ordentlich mit einer anderen Waffe. Muss ja nicht immer mit der Sniper sein. Das hat man ja natürlich gemerkt, als ich diese 4-5 Gegner eliminiert habe. Der hat wohl keine Eier, oder was? Okay, Leute. Ja, nochmals ein Punkt für das Team von den Antiterrorien-Einheit. Ja, das war's natürlich auch wieder für diese Folge, Leute. Mir hat das auf jeden Fall wie immer wieder mega viel Spaß gemacht, Leute. Und ich bedanke mich auf jeden Fall an alle Zuschauer ganz herzlich fürs Zuschauen. Und würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall wieder beim nächsten Let's Play, Leute. Also macht's gut und haut rein, Leute. Und tschüss.